Moin Moin und ein herzliches Willkommen. Nee. Zur nächsten Runde Far Cry Primal. Wenn mich nicht alles irrt. Folge. Hau ab, Mann. Tigri. Was brüllt denn da einer rum? So, ich befinde mich hier am Arsch vom Oros und pirsch mich hier in Richtung Bollwerk und denk mir, erstmal Leuchtfeuer einnehmen. Und dann schnappen wir uns hoffentlich noch in dieser Runde den Außenposten und ja, dann wollen wir mal zusehen, dass wir hier das Dava-Bollwerk sehr schwer einnehmen. Ja, schauen wir mal, ob wir das auch hinkriegen, ohne eine auf die Mütze zu kriegen. Ja, Tasche voll. Also kann ich mir das Sammeln auch sparen. Das versuche ich doch mal glatt. So, 10 Stück, glaube ich, brauchen wir von den Kollegen mit der Schleuder umzunieten. Und hier war doch eben... Na gut, das ist hier... Ich brauche Nordton unbedingt. Und kein Nordschwarzstein. Auf was wartest du? So, ein Speer zieht noch nicht mal einen ganzen Streifen da unten ab. Das wollte ich mal testen, was ich so aushalten kann. Hätte eigentlich auch hier auf meinem Tiger reiten können. Das muss ich unbedingt mal machen. Kann ich ja jetzt. Tiger reiten. So, Tiger, schön aufpassen. Auf Herrchen, ich schick mir hier die Eule los. Die hat mich vergiftet, die Sau. Halt. Schnappen ihr, Tiger.
Hat die Pappnase mich tatsächlich entdeckt, ja? Schade. Ah, du willst doch bloß wieder was zu fressen haben. Tigri. Ja, nee, wird jetzt nicht gestreichelt. Ja, doch. Ach. Vergessen. Habe ich tatsächlich vergessen. So, 600 Erfahrungspunkte, 9 von 16. Oh, ein paar habe ich noch. So, meine super Assistentin. Vielen Dank dafür. Ein großes Dankeschön an meine super Assistentin. Ja, machen wir noch einen schönen Knicks für mich. Super. Die hat mir noch mal hier gerade einen frischen Controller rübergereicht. Tierhaut. Tasche voll mit Tierhaut. So, Schnellreisepunkt. Klasse. Machen wir hier so ein Kokolores gleich? Nee. Erstmal. Hoch zu dem Punkt. Ach, guck mal, jetzt reite ich tatsächlich. Ich wollte doch gar nicht reiten. Sondern den Wölki reiten. So, komm, Alter, jetzt machen wir es tatsächlich mal. Komm. Tiger reiten. Ne? Wie im Streichelzoo früher. Bist du? Ist jetzt tatsächlich abgehauen? Hurra! Ja. Tigri. Tigri wurde tatsächlich angegriffen. Wenn man drauf sitzt. Schnapp ich mir mit einem Takedown. Ja.
Komm mal her, mein Kleiner. Ach, da hätte man ja eigentlich auch... Ich weiß gar nicht, ob ich den schon habe, diesen Takedown für mehrere Gegner. Hier ist ja schwarz. Nordschwarzstein. Ich glaube, da ist die Tasche schon voll. Nee, noch nicht. Noch nicht ganz. So, Karte. Wir sind noch gar nicht da. Wir müssen hier zurück. Zwischendurch ein Bienenschwarm, nehme ich immer gern mit. Ich weiß gar nicht, sind die Außenposten von... Nicht. Ich habe mich so auf den konzentriert, auf den Kohlekumpel da. Dass ich glatt den Tiger. Mein Super Tiger angegriffen habe. Sehen, ob der aufmerksam wird. So, ich gehe mal wieder ein Stück nach hinten. Geh mal kurz ein bisschen verstecken und mal die Eule rausholen. Ei, Karamba. Da sind ja tatsächlich ein paar hier.
Gucken wir mal, ob mir einer in die Falle geht. Zack. Das war Nummer 1. Kommt her, ihr Trottel! Rennt über meine Falle! Kann man die auch wieder einsammeln? Ja. Komm. Perfekt. So, Knickknack. Wunderbar. Kein Alarm ausgelöst. 1250 Erfahrungspunkte drauf. Sehr schön. Übrigens kann man auch versuchen, gefangene Tiere, die Käfige, zu zerstören. Und dann greifen die gefangenen Tiere die Gegner an. Das ist auch ganz witzig. So, Fähigkeiten. 2 Stück können wir wieder verbraten hier. Was machen wir denn da? Splitter Takedown, genau, das ist das Ding, wo man denn mehrere gleichzeitig umnieten kann. Cool. So, hier, wenn ihr Verteidigung, die Trophäe, seht ihr in 102 Folgen vorher, und zwar guter Nachbar, wie ich die erhalte. Cool. Super cool. Aber ich will... Ach, jetzt gucke ich erst nochmal. Handwerk.
Ja, das Bollwerk zuerst einnehmen. Todessuchtbombe, die will ich dann langsamer haben. Okay, pushe ich mich mal denn langsam in diese Richtung. Oh, mache ich das hier noch schnell? Wenn ja, Verteidigung. Ach, kommt. Da lasse ich euch mal dann teilhaben. An dieser Nummer. Tigri, lauf, holen dir. Wo ist er denn jetzt hin? Geht er jetzt langsam verrecken? Meine Pfeile zurück. So, natürlich ist jetzt das Ding wieder passé. Nicht so schlimm. Unbekannter Ort. Machen wir uns in den letzten paar Minuten der Folge noch schnell dahin. Oh, was schreien die denn da schon wieder rum? Alles voller Verrückte da draußen. So. Wenn ja Verteidigung. Wir sollen das Dorf schützen. So, ist ja wie an der Schießbude hier. Jeder Schuss ein Treffer. Der Ende nahm da schon gerade Reise aus. Takedown hinlegen. Oh. Oh, ich scheiße, ich komme hier nicht durch. Ah, verdammte Axt. Super. Kein verloren. Nee, nee.
Aber können die sich nicht mal freuen wie ein paar vernünftige Steinzeitleute hier? Wie ein paar vernünftige Neandertaler? Brüllen wie eine Horde Verrückte. Okay, da ist wieder mächtig was los. Ich glaube, ich bleibe mal die Nacht hier im Dorf. Bei meinen neuen Kumpels hier. Und warte mal so noch ein bisschen ab. Bedanke mich bei euch fürs Reinklicken. Und in der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir dieses Bollwerk da uns schnappen. Guck nochmal, ja, so richtig weit entfernt ist Gott sei Dank nicht mehr. Ja, cool. Und bis dahin, vielen Dank fürs Reinklicken. Ich hoffe, ihr guckt euch die Folge mit dem Infiltrieren des Dava-Bollwerks an. Und ja, tschüss, euer Olli.